Ich überrasche meine Freundin Yvonne mit einer Reise nach Paris. Die Tickets sind auch schon gebucht. Sie weiß absolut nichts davon, Leute. 0,0. Morgen geht's los. 3 Tage Paris. Ich wollte es schon echt lange machen. Jetzt ist es endlich soweit. Nie hat es geklappt von Zeit, dies, das. Aber Yvonne kommt heute Nacht von Nürnberg nach Düsseldorf. Und morgen Mittag geht's dann nach Paris. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ohne dass sie irgendwas mitkriegt. Weil ich will ihr nichts sagen, Leute. Versteht ihr? Ich will ihr einfach gar nicht sagen, was abgeht, sondern einfach mit ihr zum Flughafen und in den Flieger steigen. Keine Ahnung, wie ich das machen werde. Das wird auf jeden Fall eine große Überraschung für sie, auch für mich. Und ich nehme euch einfach mit, weil es ist geil. Yvonne wohnt ja in Nürnberg, deswegen ist das Gute, dass sie schon mit einem kleinen Koffer kommen wird, wenn sie hier hinkommt. Dann muss ich ihr nicht so sagen, pack mal ein paar Sachen ein, weil dann wird sie schon ein bisschen den Braten riechen, wisst ihr? Also sie kommt eh mit Koffer, sie wird sich nichts denken. Sie denkt eh nicht so viel. Und mal sehen, wann sie es checkt, Leute. Schauen einfach, was passiert. Spontaner Hase, Leute. Lasst spontan ein Like da. Oh, ich hoffe, es geht gut, Alter. Dann morgen. Bist du bereit heute für ein einzigartiges Abenteuer? Ja, wohl. Das darf ich nicht sagen. Du fragst dich bestimmt, was hier abgeht. Ey, oder auch nicht. Was ist ein Koffer mitnehmen? Es wird alles noch seinen Sinn ergeben. Früher oder später. Vielleicht doch eher später, aber irgendwann. Ey, wenn du mich verarschst und ich jetzt hier mit Koffer oder so durch die Altstadt laufe. Boah, das wäre ein guter Prank, Alter. Nein, vertrau, der Boy weiß, was er tut, ja? Du hast dich zu oft verarscht mit so Sachen. Wie soll ich dir da vertrauen? Sie hat kein Vertrauen in mich. Machst du Zeit, mich zu filmen? Okay, Yvonne. Yvonne ist ein bisschen mad, weil wir jetzt Bahn fahren müssen und ja, sie keine Lust auf Bahn fahren. Was? Wir fahren keine Bahn. Ich hasse es. Ich hab dich auf falsche Fährte geführt. Ja. Ah. Ich muss Verwirrungstaktik machen, ey. Muss ich wohl alleine nach Paris fliegen. So, die Bahnfahrt haben wir jetzt hinter uns gebracht. War doch nicht so schlimm, oder? Und jetzt geht's weiter zu den Zügen. Ich meine, dir sollte doch so langsam ungefähr klar sein, wo es hingeht, oder? Nein, wie denn? Na gut, dann halt nicht. Ich glaube, wir gehen zum Flughafen. Aber er sagt nicht. Nein, wir gehen nach Essen, Hauptbahnhof, Ausstieg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also, gehen wir jetzt zum Flughafen oder nicht? Ne, jetzt nicht mehr. Du hast es kaputt gemacht. Ja. Yvonne versucht jetzt anhand des Plans herauszufinden, wo es hingehen könnte. 13.29 Uhr. Halt komisch, Abitur Bayern. Yeah. Der Zug ist da. Alle Mann einsteigen. Ich kann mir echt nicht sagen. Ehrlich jetzt? Nein. Boah. Nächste Station, Düsseldorf Flughafen. Da steigen wir aber auf gar keinen Fall aus, Leute. Wir sind in einem Raumschiff unterwegs jetzt. Ja. Leute, wir fliegen einfach. Wir fliegen. Nächster Halt, Irrenanstalt. Jetzt ist ja relativ offensichtlich, was wir machen, oder? Ja, wir fliegen nach Berlin, oder? Woher weißt du das denn, dass du komplett falsch liegst? Also, da sind die ganzen Flüge. Santorini, gehen wir nach Santorini. Oh, scheiße, der ist ja schon geflogen. Nach Santorini? Boah, da gibt es noch ganz schön viele Flüge, Alter. Müsst jetzt erstmal durch die Sicherheitskontrolle. Du hast ja bestimmt eine Bombe dabei, weil du bist ja auch so ein Bombe, ey. Gibt's denn da Berlin? Direkt der nächste ist Berlin. Oh, dann sollen wir uns beeilen. Gehen wir Berlin? Ne, wir fliegen. Also fliegen wir Berlin? Ich weiß nicht. Yeah, yeah, ab geht's in den Flieger. Wo denn? A35, A37. Oh. Genau da. Toilette. A37. Das ist das Video. Ich fahr zum Flughafen, um einmal aufs Klo zu gehen. So, stabile 8 Euro für ein Wasser und eine Cola bezahlt. Das ist der Flughafen-Lifestyle. Und jetzt suchen wir mal das Gate. Dann wird Yvonne irgendwann erfahren, wo es hingeht. Aber ich werde noch weiter diese Psychospielchen machen, Leute. Ja. Erstmal laufen wir jetzt hier. Da hinter uns geht's übrigens nach Berlin, ne? Falls du dich wunderst. Und da gehen wir nicht hin. Boarding ist gerade nach Berlin, wie ihr seht. Deswegen sollten wir mal dringend wieder umdrehen, denn hier hören wir nicht hin. Lukas, jetzt hör auf mich zu verarschen. Gibt's nur Berlin in deiner Welt? So, wir gehen jetzt wirklich zum Gate und jetzt wird Yvonne wahrscheinlich checken, wo es hingeht. Okay, ich sag dir jetzt, wo es hingeht. Ehrlich? Guck, wo A68 ist, was da steht. Verarsch mich. Was denn? Ich verstehe da nichts unter der Maske. Ey, du verarsch mich doch. Wieso? Was denn A68? Ach so, A68, ich meinte A66. Nö. Was? Nein, Spaß. Ja, ist es dein Ernst? Fliegen wir nach Paris? Ja. Alter, was ist denn mit dir? Ich bin crazy. Eine Stunde später, fast da jetzt.
Da ist der Eiffelturm, wenn man jetzt genau mal hinschaut. Später. Yeah, we are Paris. In Le Paris now. Yeah. Aeroporter. You know what it is. Einfach now. Crazy. Können alle. Was? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir zum Hotel kommen. Ja, Hotel habe ich auch gebucht. Wir müssen nicht in Pappkarton schlafen. Schauen wir mal, aber jetzt, die Taxifahrer, die wollen uns eh hops nehmen. Ich kenne dieses Spielchen, deswegen mache ich nicht so, ja. Wir sind jetzt im Taxi, wie ihr seht, aber nichts mit diese hops nehmen. Immer Fixpreis machen, Leute. Direkt von Anfang an sagen, so und so viel. Und dann kann der nicht diese Tricks machen, weißt du? Ja. Tricks mit Spidey. Wir sind jetzt im Hotel angekommen, schon auf unserer Etage. Und wir haben das Zimmer 201. Wir sind gerade aus dem Aufzug gekommen. Schauen wir, okay, da ist 202, 203. Wo ist 201? Und dann haben wir einfach diese magische Tür aufgemacht. Das ist einfach unsere Fluchttür. Okay. Okay. Ah, ich komm rein! Alter, zwei Türen vor Safety. Mashallah! Was ist das für ein Riesenbett, Junge? Ist größer als mein YouTube-Kanal. Ausblick, check, Alter! Mashallah, das ist das Dach vom Eiffelturm, glaube ich. Da ist einfach so ein. Guck mal! Einfach eine Liege. Nice! Oh, das ist richtig schön. Ist auch richtig groß. Guck mal. Riecht auch gut. Ja. Noch. So, ich glaube, jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Wir sind in Madrid. Berlin. Was? Ach so, Berlin, genau. Stimmt, da war ja was. Nein, wir haben es geschafft. Es ist Le Tour Eiffel. Ich bin Le Frankreich. Lucas. Lucas, genau. Und jetzt erkunden wir ein bisschen die City hier. Ich bin sprachlos. Das Wichtigste, wenn man in Paris ist, Leute, hier. Aussicht ist egal. Chipotle. Das ist das Wichtige. Der Burrito, der wird jetzt erstmal zerfetzt, Leute. Kurz noch hier Fotosession mit dem Eiffelturm gemacht. Könnt ihr alles auf unserem Insta sehen. Jetzt bei die Lukas und der Yvonne. LCR. Und jetzt erkunden wir weiter noch ein bisschen den City. Essen uns einen Crepe rein. Ja, Essen. Essen ist wichtig, Leute. Essen und trinken. Ja, mal ein bisschen diese. Die Leute hier alle auf jeden Fall ihr Leben am Genießen, aber alle immer schön Abstand halten, ne? True. Halten aber auch alle ihr Abstand wegen dieser Covid-19, wie man hier sagt in Le Paris. Die Welt sieht fast aus wie früher vor dieser Apokalypse, aber ja, ein bisschen Le Mask tragen und so, dann läuft das. Ja. Hey, 10er, wenn du den Panda da einfach umtackelst. Nein, der ist viel zu süß. Guck mal, der Bike. Oha, was geht da ab, Junge? Da sage ich gerade, alle halten Abstand und dann sowas, Mann. Boah, kranker Dude, ey. Mein Eyeliner. Ja, weißt du, was wir auch brauchen? Zahnbürsten. Ich habe nämlich keine eingepackt. Ja, Mann. Wir sind jetzt unterwegs auf Mission Zahnbürste. Hier sehen wir tatsächlich das Hotelzimmer, was ich als erstes gebucht hatte. Nee, hier, aber das hat ein bisschen Budget überstiegen. Oder du siehst doch, ich bin gerade am Vloggen. Warum machst du jetzt so, ja? Also, dafür hat es nicht gereicht, aber ich bin mit unserem auch relativ zufrieden. Wenn wir jetzt noch eine Zahnbürste finden würden, Alter. We find the toothbrush. Oh, hier, das ist doch was Schönes, Leute. Da hat direkt die ganze Familie was von. Jetzt gerade hier unser zweites Date, Leute. Unser zweites Date. Das erste Date, da waren wir Tretboot fahren vor dem Eiffelturm. Ein bisschen was snacken, möchte ja. Wir hatten zwar Zahnbürsten gekauft, aber natürlich die Zahnpasta vergessen. Deswegen die noch schnell gegönnt. Und Yvonne hat es natürlich auch geschafft, ihre schöne Adidas-Maske zu verlieren. Irgendwo in Paris, Alter. Und jetzt dürfen wir auf Maskensuche gehen, Alter. Hashtag ärgerlich. Wir sind jetzt hier vor unserem Hotel, aber die Türen sind zu. Wir müssen so einen Code eingeben. Ich hoffe, du kannst den Code noch, Alter, sonst sind wir am Sack, Alter. Hast du? Ja. Bonjour. Haben wir schon den Aufzug gezeigt? Nee, ne? Nee, ich wollte gerade sagen, erstmal in den Master-Aufzug steigen. Okay, Tür auf, abracadabra. Junge, der ist so groß, da kannst du diese Tüte reinstellen. Und das war's dann schon wieder, Alter, ich schwöre. Dieser Schirr, ist so verdammt. Mach mal zu. Was tut ihr machen? Alter, mashallah. Junge, ich kann nicht mal meinen Arm ausstrecken, Mann. Guck mal. Schau. Das war jetzt der erste Tag aus Paris, Leute. Wir sind noch ein paar Tage hier, aber das war's für heute. Ey. Lasst doch gerne mal ein Like da und ihr wisst Bescheid. So, dies, das, Abo auf Nacken. Wir gehen jetzt schlafen. Auf jeden Fall filme ich die nächsten Tage noch für euch.